Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play X-Men Legends. Ich bin Marv und wir sind hier in dieser extra Steuerkonsole, im sekundären Steuerraum. Und ihr seht schon unten auf der rechten Seite, wir haben schon wieder Zeitdruck. Colossus hält nämlich nur noch 20 Minuten durch. Was meiner Meinung nach ewig lang ist. Right. Wolverine, fall da bloß nicht rein. Und der erste Gegner ist schon reingeflogen. So. Genau. So, da kann ich nicht rein, da sollte ich nicht rein. Extreme. Seid ihr jetzt alle da oben hochgekommen? Seid ihr auch alle da hochgeklettert, so wie ich? So stylisch? Stylo Milo? Ja. Ach, da sind hier so. Ne, passt schon. Da sind wirklich noch solche. Von wem oder was wird denn der jetzt hier immer wieder belebt? So, bloß weiter. Ich verbrauche viel zu lange Zeit an einem, der immer wieder belebt wird. Schnauze, sonst Beule. Schon wieder? Irgendwo gibt es einen, der die immer wieder belebt hier. Was jetzt kein Problem für mich. Oh, Storm! Ich wollte gerade sagen, was kein Problem für mich ist. Können wir die jetzt endlich mal besiegen hier? Der druckelt hier richtig. Da ist er. So. Prepare to meet Dr. Doom. Sollte die dann davon. Hi Kumpel, was mit dir? Ihr seid die X-Men, oder? Ja, keine Angst, wir wollen ihn nicht. Ich weiß. Ich habe einen Cousin auf Professor Xaviers Stuhle, der studiert. Euer Metallfreund macht schlapp, ihr müsst euch beeilen, wenn ihr ihn retten wollt. Was können wir tun, um Colossus zu retten? Ihr müsst euch auf die obere Etage des Reaktorraums begeben und die Halterungen des Reglers befestigen, den Colossus gerade stützt. Jeder X-Men mit einem Distanzenergieangriff könnte das tun, aber wie kommen wir zur oberen Etage? Ihr müsst hier weiter durch die Tür, aber ich warne euch, das wird gefährlich. Danke für die Infos. Ja, mit einem Energieangriff. Storm hat einen. You cannot defeat the Acolytes. So. Hoffentlich geht das mit Storm. Nicht, dass es wieder so eine Mission ist, wo ich die ich erstmal voll ablose, weil ich Cyclops zum Beispiel nicht dabei habe. I'm the best at what I do. But what I do is not very nice. I need assistance. Das war ein Lebenspunkt, der Mädel. Okay. Ist die jetzt durch die Tür durchgegangen? Normalerweise öffnen sie die Tür doch und dann kommt erst der Ladescreen. Ladescreen! Ich will mir gar nicht wissen, was da alles für Gefahren auf mich warten. Das ist gar nicht so wichtig. Oh Leute, aber wenn das jetzt quasi die letzte oder eine der letzten Folgen mit Wolverine ist, dann muss ich ja auf Wolverine wechseln. Das ist ja. Prepare to meet your doom. Got it. Got it. Prepare to meet your doom. Okay, hab ich. Also der macht bei weitem nicht so viel Schaden wie Storm. Es dauert ja ewig mit dem. Right. Yes.
Die macht zwei Schläge und dann ist Schluss. Oh shit, den habe ich übersehen. Kumpel, wo bist du? Oh no, er ist weg. Wo hat er sich hingeportet, der Sausack? Jetzt hebt er wieder alle auf. Angriffe sind wirklich extrem. Na, Kollege, hör mal hier. Meister. Ist immer gut, irgendwelche Kontrolltafeln hier im Atomreaktor kaputt zu machen. Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist, dass das möglich ist. Super Sache. So. Jetzt auch nicht weiter hier unten. Weg, Kollege. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Umwandlungssequenzer. Hoffentlich laufe ich in die richtige Richtung, Leute. Ey, das kann ja natürlich schon wieder sein, dass ich hier wieder völlig irgendwo durchs Nirgendwo laufe und gar keinen Plan habe, wo ich hin will. Oh nein. Das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Wir müssen Kolossus retten. Ja? Den hätte ich jetzt gerne im Team. Das wäre mal was Schönes da. Den metallenen Freund zu haben. So, speichern. Speichern auf Position 2. Ja, komm, fertig. Weiter. So, 13 Minuten noch. Was wird denn mir da angezeigt? Irgendwas? Sind das die Klammern? Das sind die Klammern. Aber wie komme ich da hin? Wie kann ich die öffnen? Jeder mit einem Energieangriff kann das. Schau mal so. Nee, da komme ich nicht hin. Da muss doch einen Weg da reingeben. Ah, das ist der falsche. Geh durch die Wand! Geht auch nicht. So. Hä? Ach so, die sind auch aufgegangen. Okay. Das bringt nichts. Das bringt was. Okay. So. Nice. So geht's auf jeden Fall. Sehr gut. So, dann haben wir den. Die Halterung ist intakt. Kolossus, halten Sie durch! Guter Freund. Storm regelt hier, die macht das alles allein. Ganz easy peasy, schon mal so. Und so. Spasiba. You have my gratitude, comrades. Ja, spasiba. Was ist hier geschehen, Kolossus? It was Magneto. It was Magneto. Und die Bruderschaft? Yet, he called the group his acolytes. And there was one other man I did not recognize. He manipulated the radiation so that Magneto would not be harmed while he was within the reactor. Was wollte Magneto im Reaktor? I overheard the acolytes say... Was? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Du hast dich selbst unterbrochen, Piotr.
Gravitische Ionen? Wir müssen diese Infos Professor X bringen. Du kannst gern mitkommen, Peter. I am sorry, my friends, but my sister, Iliana, has fallen ill. I cannot leave her side. Dann nimm sie halt mit. Myra und Forge können ihr vielleicht helfen. A most excellent idea, comrades. This should be the care she requires. Let us go immediately. Immediately? Mission erfüllt. Gute Arbeit, Mission erfüllt, aber deine Aufgabe ist noch nicht vollbracht. Wie so oft. Forschungsbasis Moir Island. Unser Senkrechtstarter kommt und holt uns ab. Ne, liefert uns ab. Das ist richtig. Oh, Magma. Dann werden wir die jetzt wieder treffen wahrscheinlich. Wird die dann da rumrennen? Was sollte sie da machen? Schauen wir mal. Peter, I promise you, I'll do all that's humanly possible to save her. Moira McTaggart. This is a most unusual case. I've looked for viruses, parasites, and tissue damage, but I can't find anything wrong with her. I do not understand. Peter, there is no physical reason she should be in a coma. And to make matters worse, her body has begun to shut down. Doctor, please, I beg of you. Don't give up hope. I've asked Forge to see if he can create a life support system to keep your sister alive. Do you think he will succeed? Knowing Forge, he's putting the finishing touches on the device as we speak. Der gute Forge. Die sieht ein bisschen aus wie sie, ne? Ja, jetzt spielen wir wieder Magma. Was für ein Cut. Ah, a new X-Man, eh? Where does Charles find such splendid people? What can I do for you, lass? Are you Dr. Moira McTaggart? Aye, that's me. I run the Mutant Research Center here on Muir Island. Are you a mutant? No. But my son Kevin was. The poor lad. What happened to him? I believe in his case, his mutation truly was a curse. It drove him to madness. He escaped the research center. Oha, das ist aber krass. Sie konnten ihn nur vernichten. What is this place? This is the Mutant Research Center. How'd you come to be involved with the X-Men? Charles and I were very good friends back in college. Das ist natürlich cool. What's wrong with Iliana? I honestly don't know. Her body's shutting down for no apparent reason. Perhaps it has something to do with her X gene. What's an X gene? That's the gene that gives mutants their special abilities. So, one little gene is the cause of all this trouble between humans and mutants? Aye, I suppose you could say that. Tja. Dann schönen Tag noch, Moira. Goodbye, Doctor. Goodbye, lass. So. Jetzt können wir schon wieder speichern. Sind wir im X-Jet? Nee, oder? Stand da gerade? X-Jet? X-Jet-Aufnahme, Tatsache. Wir sind im X-Jet drin, das ist ein Riesending. Habe ich mir nie so groß vorgestellt. Hey, you. Don't be afraid. Would you mind talking to me a little while? You wouldn't by any chance be a mutant, would you? Sure am. I'm Jamie Madrix, a.k.a. Multiple Man. But floating here, I feel more like Lilypad Man. Very funny. What's your mutant power? Duplicates of me are created whenever my body experiences any sort of impact. Even something as... Ach komm. Lass ihn doch wenigstens ausreden. Why are you floating in that vat? This is a Liptide bath. I'm soaking in it to regain my strength after battling the Brotherhood. Guess I kind of overextended myself and lost control of my clones.
So you have trouble controlling your powers too? Hey, who doesn't every once in a while? We're mutants. Ja, wir sind Mutanten, keine Maschinen. Und wieder hat er sich abgebrochen. You fought the Brotherhood? Yeah, well, I had some help from Forge and Moira, but, yeah, I fought them. They did a lot of damage to the facility. Forge is still trying to sort things out. Also, ich habe ja nun wirklich schon viele X-Men, also kenne ich ja jetzt, ne? Aber Multiple Man habe ich noch nie gehört. Bye. Hope you feel better soon. Thanks. I'm feeling better already. Alter, ist der voll am Flirten hier. Gibt sogar einen Operationssaal mit Zuschauerkabine. Ist ja Wahnsinn. Na, so. Die Kurve nicht gekriegt. Also, wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir denn da? Ich kann nicht springen, sonst würde ich da gleich runterspringen. Muss ich einen anderen Weg finden. Ah, vielleicht nehme ich einfach die Treppe? Was? Welcher X-Men nimmt denn heutzutage noch die Treppe, Marv? Was ist los mit dir? Was ist falsch mit dir? X-Men fliegen doch einfach nur durch die Räume. So, kommen wir da irgendwo weiter? Nein. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, Forge! Ja, Mensch, dass wir uns mal treffen. Computer, shut down the power grids in the 3rd, 4th and 8th sectors. Invalid command. Ah! I made you, I can break you, you chunk of... Oh. Hi, I'm Allison. I'm Magma. Nice workshop you have here. Thanks. I use it to build any... Ach, that's got komm. To be... The weirdest mutant power you've ever heard of, yes, I know. Merkwürdige Mutantenkraft, ja. Are you having trouble with your computer? Ever since the Brotherhood stormed through here, the mainframe's been acting flaky. It's constantly turning systems on and off, won't take any of my commands. Say, could I ask a big favor of you? Like what? Would you mind manually rebooting the Institute supercomputer? I need it to program the life support system I built for Ileana. Rebooting a supercomputer sounds pretty technical. There's nothing to it. I do it myself, but I have to be here when the mainframe comes online. Ja, dann. Sure, I'd love to help out. What do I do? Go to the primary core. Once you're there, contact me over the radio, and I'll walk you through the steps to rebooting the computer. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Zum Comcore. Oh, ne, gehen wir nicht. Erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.